Hallo meine lieben Zuschauer, wir wollten heute unser Polyberg leveln. So, und wir leveln es jetzt mal eben kurz auf Level 25. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Könnten wir auch hinkriegen. Jetzt ist Tag, dann gibt es wenigstens nicht so viele Zubats. Das heißt, oh, wir haben es Bullet gekillt. Wahnsinn. Das heißt, wir können hier richtig schön schnell unser Dingelsen hier leveln. Und das haben wir dann auch gleich. Glück haben schon fast in dieser Folge. Aber Pech haben nicht. Mal gucken, ob wir mal einen Bronzer kriegen. Das könnte nämlich hier auch noch was werden. Yay, es ist Level 17. Also es wird, ja. Man kann sich nicht beklagen oder man sollte sich nicht beklagen. Jetzt sind es nur noch 3-8 Level. Ein nächstes Sunshrew. Man könnte fast denken, dass ich irgendwas drin habe. Was ist das hier so absolut? Cheated. Habe ich aber nicht. Naja, wie man sieht, man kann hier wunderbar Wasser-Pokémon leveln. Weil Zubat möchte ich nicht. Geh weg. Ich fange später ein Zubat. Weiß ich mit einem toten Fisch. Bei Geodude. Stirb, Geodude. Mal, dann mal gucken. So. Zubat. Nein. So. Oder es wird nach der Zeit dann aktualisiert und kommt ein Pokéball hin an die, wo ich schon praktisch gefangen habe. Ist auch raffiniert zu sehen. Raffiniert. Es ist nicht gestorben auf Anhieb. Kann man mal fangen. Wir sind Level 13, klar, aber... vielleicht liegt es ja nicht nur in Level 13. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Weit Paras, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Geh weg. So. Geodude. Geodude wird sterben. Ich finde es ja so lustig, wie da auch nur ein Pokéball dasteht. So quasi, es sind nur ein Pokémon. Aber eigentlich ist das nicht aus einem Pokéball, sondern das ist einfach nur random gespawnt. Ich muss mich mal anders hinsetzen hier. So. Und wir kriegen ein Onix. Sunshrew. Sunshrew ist auch gut. Stirb, Sunshrew. Es war One-Hit. So, und die nächsten 10 Dinger sind jetzt auch Sunshrews, dann wird das hier was. Geht das hier viel schneller. Und? Was ist es? Ein Zubat. Yay. Begeisterung. Das Publikum tobt. Ich muss da gerade einfach irgendwie dran denken. Ja, nee. So. Und es ist ein Sunshrew. Ein Onix. Wie kann ich denn das am besten nicht töten? Was macht denn Hypnosis? Deep Sleep. Versuchen wir es mal damit. Ist das Sleep schön? Gucken wir mal, ob man das ganz fangen kann, wenn das ganz voll ist. Normalerweise braucht man doch ewig viele Pokémon, Pokébälle, ja, um das zu fangen und dann so, ja. Das ist Heavy Rain. Ich weiß gar nicht, war das jetzt gut oder war das nicht gut? Das ist mir eigentlich wurscht, ich brauche kein Heavy Rain.
Das kann man nur 5-mal verwenden. Das ist doof. Paras. Oh, ich bin auch schon Level 18. Habe ich jetzt gerade so nebenbei bemerkt. Das heißt, es sind nur noch 7 Level. Nur noch 7. Das nächste Onyx töte ich. Wach, wach. Wach, 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 wach. Oh, es wurde schon aktualisiert, dass ich jetzt ein Onyx auch habe. Wach, 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 wach. Schade, dass es kein Shiny-Pokémon war. Sandshrew. Stirb, Sandshrew. Super effektiv. Jetzt kommt ein Bronzor. Einfach nur, weil es rare ist. Sandshrew. Ein Level 12er Sandshrew. Hey. Na, was kommt als nächstes? Wie ich hier so immer schon meine Vierecke laufe. Laufe. So. Watergun. Und? Sturdy. Stimmt aber jetzt trotzdem, das ist mir nämlich jetzt egal, ob der Sturdy hat. Wah, 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 ich bin so gemein. Weit Paras, auf das habe ich keinen Bock. Weg. So. Gib mir ein Onyx. Onyx hat viel Experience. Zubat hat am wenigsten Experience. Oder gibt am wenigsten Experience. Jetzt ist dann gleich Poliwag mein höchstes. Uhuhu. Ich habe gesagt, ich will kein Zubat. Sandshrew. Das gibt auch immer wieder Experience. Oh. Da ist ein Budo. Die hat eins. Ich will auch eins. Ich will auch eins. Ich will auch eins. Gib mir! Wieso kommt es da keins mehr? Hä? Hallo? Ich glaube, ich habe auch ein DC. Oh. Was soll das? Ich will kein DC haben. Das ist ja doof. Sehr doof. Ja. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal. Ich beende mal hier und schauen wir mal, wann der Server wieder online ist oder was es hier für Probleme gibt. So, also bis gleich. Tschüss. So, also der Server ist wieder an. Schauen wir mal, ob wir unser Onyx gekriegt haben. Oder ob das resettet worden ist. Der Server war jetzt ungefähr 15 Minuten down. Ich dachte schon, er kommt nicht mehr online. Wir könnten ja auch mal. Hi. Bisschen laggy, oder bilde ich mir das nur ein? So, Onyx. Unser Onyx ist gar nicht so schlecht. Es ist nur nicht so gut in Defense. Also, es ist gar nicht so schlecht. Warte, es hat schon... okay. Das klingt auf jeden Fall gut, wenn es schon mal 46 Defense hat. Das klingt nach einem sehr guten Onyx. Gegen was ist denn eigentlich Stein gut? Rock, Feuer, Eis, Flying und Bug.
Dann kann man das praktisch dann gegen Vögelchen verwenden. Weil vielleicht nehme ich dann das Onyx. Werden wir ja sehen. So. Dann leveln wir das noch mal eben kurz hoch. Auf Level 25, wie wir wollten. Jetzt kommen auch mal ein paar Leute. Psychodeck. Oh, Raindance. Das will ich immer noch nicht lernen. Also es wurde ein bisschen resettet. Yes, ich will nicht. Also wir waren nicht Level 17. Ja, jetzt ist nur noch 7 Level. Gott sei Dank haben wir das Onyx. Huhu, machen wir da wieder auf. So. Es leckt ein bisschen, man merkt es. Schreibt das uns hier auch jemand? Nee. Ich frage mich, was sie mit dem Server angestellt haben, dass das jetzt so komisch ist. Erst leckt's, dann kommt ein Mob. Naja, ich kann damit leben. Solange es nicht gleich wieder irgendwie stecken bleibt. Also, solange es nicht gleich wieder Server down ist. Geodude! Geodude wird sterben. So. In der Zwischenzeit, wo der Server down war, erstmal die ganze Zeit gecheckt, so, ja. Dann dachte ich mir so, ach komm, mach mal was zum Essen. Habe ich mir eine Käsesemmel gemacht. Aber was zum Essen. Kann man da nicht klagen. Ich habe mich schon gewundert, wann er jetzt wieder online sein wird. Ich dachte mir so, wenn er jetzt nicht gleich wieder online kommt, gehe ich duschen. Aber er war wieder da. Dann dachte ich mir, dann machen wir weiter. Dann dachte ich mir, dann machen wir da weiter, wo ich aufgehört habe. So war's. So übelst so verreden. Ho, ho, ho. Was für ein Lag. Watergun. Stirb. Oh. Was? Er ist nicht auf Anhieb gestorben. Oh, das hat viel Experience gegeben. Und jetzt will ich ein Level 15er haben. Dann gibt's noch viel mehr. Ich frage mich, warum die Fragezeichen manchmal weiß sind und manchmal nicht. Ich weiß nur, dass es hier einen Bronzer geben könnte. Ein Bronzor. Valparas. Ich möchte kein Valparas haben. Weg. Hört man den Donner eigentlich? Denk nicht. Bei mir donnert's, weil es so warm ist. Deswegen dachte sich das Wetter so, hey, wir könnten doch ein Unwetter machen. Wie wär's denn damit? Oh, wir sind Level 19. Nur noch 6 Level. Das war so genial. Ich habe da den NPC gefunden gehabt, ja. Sagst du, ja, um so ein anderes Pokémon, um Chinx zu bekommen, ja, braucht man Poliwag Level 25. Ja, okay. Dann sagt er so, okay, lass eins fangen. Er hat das dann gefangen und so, dann kurz bevor es dann Level 24 war, sage ich so, ja. Er so, ja, er hofft, er findet dann den NPC. Weil er hat ihn noch gar nicht gesehen. Also ich so, ja, ich könnte jetzt einfach sonst irgendwas erzählen. Auch so nach dem Motto, hey, du musst jetzt das Pokémon auf Level 40 leveln, ja, weil da ist ein NPC, du willst das, der will das haben, dass es auf Level 40 ist. Erstmal muss er das dann fangen. So. Und dann, ja, oh mein Gott. Also voll verarschen könnte ich den hier. Und der wird es nicht mal bemerken. Das wäre so, also Asshole-Mode. Aber nee. Es gibt wirklich hier so einen NPC. Wo man das Ding dann erstmal so auf Level 25 hier hochleveln muss. Ah, das ist ja auch gleich. Von daher passt das schon. So.
Also wir haben gesagt, 6 Level noch, dann haben wir's. Da funktioniert das wunderbar mit dem Zahnschluss hier. Mit den XP funktioniert das doch wunderbar. Ich hoffe bloß, dass es jetzt nicht gleich wieder Nacht wird. Wir wollten ja ein Voodoo noch holen. Ein Voodoo. Ich glaube, ich gehe jetzt dann mal, wenn das Level 20 hier ist, gehe ich mal zum Voodoo. Bevor es dann zu spät wird. Nein, ich keinen Bock drauf. In der Nacht können wir hier immer noch leveln. Hey, Zombie Cause of Sturdy. Schön. Jetzt bringt die Story aber auch nichts mehr. Und da ist er schon, Level 20. Und dann gehen wir doch gleich mal. Ich will nämlich jetzt unbedingt noch das Budu haben. Nicht so etwas trinken. So. Ja. Take good care about them. Yes, mach ich. Verrecken die gleich wieder. Mein Joke. Mein Joke. Das war nur ein Spaß. So. Was nehmen wir denn dafür ein Pokémon? Wir könnten ja mal. Was, wann gibt es denn da was Neues für Ponita? Lass mal schauen. Pony! Da ist mein Ponita. Flame Wheel gibt es ab Level 13. Und Stomp ab Level 17. Wir nehmen Ponita. Komm mit, Ponita. So. Ponita haben wir auch schon mal. Vom Happiness her nicht so schlecht. So. Ist da schon mal nicht schlecht hier. Top, 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 top. Och, wir könnten uns ein paar Pokebälle mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, wie viel Pokebälle das dann frisst. So, hallo. Ich möchte gerne Pokebälle einkaufen. Und das hier. Und weil wir das so gut können, nehmen wir da gleich mal 20 Stück mit. Ja, 20 sollten reichen. Dann haben wir jetzt so irgendwie irgendwas in 30. Sollten wir eine Weile hier reichen. So. Ich frage mich, was man hier noch für ein rares Pokémon kriegen kann. Irgendwie glaube ich, dass Lila rare ist. Von daher. Ich frage mich, was man davon jetzt graben kann. So. Ein Caterpie! Caterpie muss sterben. Tackle. Wird's mit Tackle sterben? Nein, mit Tackle stirbt's nicht. Na, trotzdem nochmal Tackle. Yay! Ponita! Also das ist auch ein komisches Wetter, was wir hier haben. Erst so Donner, dann ein paar Regentropfen wieder. Und wieder ein bisschen Donner. So, Ember. Miep, 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 miep. Und ein Voodoo. Gib mir ein Voodoo, gib mir ein Voodoo, gib mir ein Voodoo. Gib mir ein Voodoo, gib mir ein Voodoo. Ich kann es mir auch von alleine fangen. Ich will wenigstens, dass mein spawnt hier. Es ist Tag und es spawnt am Tag. Also möchte ich das gern haben. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. So. Gib mir eins.
Das war wieder nix. Nein. Feuerchen. Oh, es ist Level 11. Mein Ponyta ist Level 11. Yay. So. Geh mal hier hin. Ein Caterpie. Ich würde sagen, an dieser Stelle hier beenden wir und hier farmen wir dann in der nächsten Folge weiter für Budu. In der Hoffnung, dass wir eins kriegen am Tag. Also bis dann. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.